Genau, wir haben 1,6 Kilometer bis zur. Das habt ihr schon gesehen. Wir fahren noch wieder 8 Runden. Was für eine Überraschung. A 50,8 Kilometer. Und dann wieder 1,6 Kilometer wieder zurück. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier anfahren, wenn wir hier genau die Straße hochfahren. Wir fahren hier die Straße raus und dann wird es auch hier wieder hochgehen. Dann letztendlich. Euch so weit wie möglich vorne aufzuhalten. Also sind bloß noch 60, 80 Mann irgendwo was dazwischen, sind noch am Start. Versucht vorne in den Anstieg halt letztendlich halt reinzufahren. Findet euren Tritt. Macht die ersten 30 Kilometer, dann müsst ihr durch und dann kommt wieder so die Ruhephase, weil gestern auch so gewesen. Dass er da sozusagen euch nicht verschrecken lassen, sondern dass er da einfach durchbeißt und dann halt einfach die Straße gut. Dann viel Glück, viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns nicht so schnell sehen. Und dann bis ins Ziel wieder. Ja, hi und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir oder auch vom Cat Stevens Radteam Berlin. Hier ist der Nick, der sportliche Leiter des Teams. Und ja, wir sind jetzt hier gerade am Rennen. Die Wysokina Tour. Bis gestern war ich auch noch dabei. Ihr seht, wie ich hier gerade aussehe. Vielleicht hat es der eine oder andere auch auf Instagram gesehen. Ich bin leider gestürzt, bin über eine Flasche, die über die Straße gerollt ist, drüber gefahren und musste vorher noch von einem anderen, der von der Flasche ausgewichen ist, ausweichen. Wie auch immer, ich bin auf jeden Fall unsanft auf der Straße gelandet. Konnte das Rennen aber dann doch noch zu Ende fahren. Aber heute macht das wenig Sinn, sich dann wieder aufs Rad zu setzen. Hier das Auge schwillt auch immer weiter an. Das wird vielleicht auch eher kontraproduktiv. Ja, heute wieder erstmal 130 Kilometer. Dritte Etappe, 2200 Höhenmeter erwarten die Jungs heute. Mannschaft leider jetzt ein bisschen dezimiert hier auf der dritten Etappe, sind nur noch zu dritt unterwegs. Zwei haben wir verloren, einen durch Sturz, einer musste kraftmäßig leider aufgeben. Unser Ziel ist es heute hier weiter, wichtige Wettkampfkilometer in Vorbereitung auf die anstehenden Rad-Bundesliga-Rennen zu sammeln. Natürlich auch wichtige Erfahrungen zu sammeln, Rennerfahrungen nochmal. Hoffen wir mal, dass hier alle gesund noch durchkommen und dann sozusagen das Rennen hier im Hauptfeld beenden. Und dann gucken wir mal, was am Ende noch möglich oder nicht möglich ist. Ich sitze jetzt wieder beim Nick im Auto. Ich war kurz mal einmal draußen, habe mal von außen gefilmt. Wir haben jetzt 87 Kilometer schon zurückgelegt. Sieht man hier, wenn man es lesen kann. 87 Kilometer, 2 Stunden 12. Läuft jetzt schon das Rennen. Und ja, Durchschnittsgeschwindigkeit von 39,7. Vorne hat sich eine 5-Mann-Spitzengruppe gebildet. Haben jetzt eine Minute 10 Vorsprung. Ja, ungefähr. Und ja, wir sind noch gut mit dabei. Wir fahren alle noch, also alle unsere drei Fahrer sind noch gut im Rennen. Jo. Ja, 40 Kilometer, werden ja 130 gefahren. Jetzt heißt es schön dranbleiben, auf die Zähne beißen und gucken, dass man nicht rausfällt, so wie hier einige schon rausgefallen sind. Es kommen hier immer wieder fallen Leute zurück. Gestern ersten zwei Runden relativ schnelles Rennen, dann hat sich gleich eine Fluchtgruppe gebildet und dementsprechend ist es dann im Feld etwas ruhiger gewesen. Die anderen, die nicht in der Fluchtgruppe vertreten waren, haben dann dementsprechend langsam zugefahren und
So hat sich dann ergeben, dass wir in der vorletzten Runde die Fluchtgruppe gestellt hat und das Rennen dann wieder neu gestartet wurde. Alle Plätze waren wieder offen, dementsprechend wurde es wieder schneller, hat sich dann ein größeres Hauptfeld von 40 Mann geteilt und eben die kleineren Gruppen danach. Und Freddy kommt im Hauptfeld an und wir anderen, also Max und ich, die anderen noch im Rennen, wir kommen dann in einer kleineren Gruppe dahinter an mit 2 Minuten Rückstand. Und heute, andere Runde, 80 Kilometer, aber nur bergig, wird wahrscheinlich ein Ausstellungsfahren, wie unser Prophet das vorhergesagt hat. Und ja, gucken wir mal. Wetter sollte ein bisschen unbeständig sein, jetzt ist es besser als gedacht. Wird schon irgendwie werden. Ne? Wir sind jetzt hier wieder im Auto, hier auch der Nick wieder am Start. Ja, es sind jetzt schon 3 Runden rum, oder ist jetzt gerade das 3. Mal, dass wir hier den Berg hochfahren. Ist eine ziemlich heftige Etappe, also nur 90 Kilometer, aber 1800 Höhenmeter, und das ist auf dem Rennrad ja schon wirklich richtig viel. Ja, was sagst du bisher? Bisher, sage ich mal, können wir, denke ich, sind noch ganz zufrieden sein. Wir sind noch gut bei Max Meyer und Friedrich Hähnel sind noch vorne im Hauptfeld mit bei. Hauptfeld ist soweit geschlossen. Konstantin ist in der ersten Gruppe hinterm Hauptfeld. Also sieht noch ganz gut aus. Sehr gut. Ja, es wird auf jeden Fall noch hart. Also man sieht hier auch schon, sind schon richtig viele rausgefallen. Also ich würde mal schätzen, so 30 Fahrer sind schon raus. Ungefähr. Ja, die werden jetzt immer wieder nach hinten durchgereicht, fahren mit dem Auto immer wieder dran vorbei. Ja, ist wirklich eine harte Etappe. Mal sehen, wie sich das dann noch weiter ausbilden wird. Von uns. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video hier auf YouTube. Also haut rein. Ciao.